Und wir schauen natürlich auf das TV-Duell, denn US-Präsident Joe Biden hat seinen Amtsvorgänger Donald Trump beim ersten Duell der beiden im aktuellen Wahlkampf hart angegriffen und auch beschimpft. Es ging unter die Gürtellinie verbal. Biden bezeichnete Trump mehrfach als Lügner, etwa mit Blick auf dessen Aussagen zum Thema Migration und zur Lage an der mexikanischen Grenze. Dabei wurde Biden auch ungewöhnlich drastisch. You are the sucker, you are the loser. Also zu Deutsch, du bist der Lutscher und Verlierer. Das nannte er seinen Herausforderer. Trump hatte Biden zuvor heftig für dessen Wirtschaftspolitik kritisiert und stand im Nichts nach. Er bezeichnete Biden als den schlechtesten Präsidenten, den die Vereinigten Staaten jemals gehabt hatten. Während Trump gewohnt eloquent auftrat, hatte Biden offensichtlich zwischendurch Schwierigkeiten, sich zu sammeln und zu konzentrieren. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare. Thank you, President Biden. Ein wirkliches historisches TV-Duell. Bei mir ist der Politikberater und ausgewiesene US-Wahlkampfexperte. Er war damals im Team von Barack Obama zweimal, hat aktiv Wahlkampf in den USA gemacht. Julius van der Laar, guten Morgen, Julius. Guten Morgen. Schön, dass du da bist. Der Auftritt von Biden. Katastrophe, oder? Katastrophe. Es gibt einen Grundsatz in der amerikanischen Politik und das ist Wahrnehmung ist Wirklichkeit. Ich glaube, jeder, der dort zugeschaut hat, hat innerhalb von Minuten gemerkt, was hier gerade Phase ist. Ne? Die Wahrnehmung war ganz klar, Joe Biden hat die niedrigen Erwartungen sogar noch untertroffen. Ne? Und dementsprechend, glaube ich, ist auch klar, dass der Druck auf Joe Biden jetzt auch wirklich extrem wird. Innerhalb der Demokratischen Partei werden Stimmen laut, die sagen, Joe Biden muss zurücktreten. Wir müssen einen anderen Kandidaten finden. Aber wie erklärst du dir das? Er war bei der State of the Union im Januar, da trat er noch auf als durchgreifender Präsident. Alle waren total verwundert, dass er so gut drauf ist. Er hat sich vorbereitet auf dieses TV-Duell mit Trump und dann dieser Absturz. Das war auch die Erzählung die ganze Woche über. Das war der Talking Point, den alle Demokraten gemacht haben. Schaut euch an, wie er im März bei der State of the Union war. Da war er deutlich fitter, hat alle überrascht. Naja, und deshalb ist jetzt auch der Absturz so hart. Und dementsprechend werden die Stimmen laut. Und das heißt wirklich, wir müssen jetzt mit Joe Biden sprechen. Wir müssen ihn eigentlich auch dazu auffordern, zurückzutreten. Aber er ist der Einzige, der es auch wirklich selber bestimmen kann. Es gibt kein Gremium, es gibt nicht einen Ältestenrat oder sonst irgendjemanden, der in der Demokratischen Partei jetzt hingehen kann und sagen kann, Joe Biden, du musst zurücktreten. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine Entscheidung, die er mit Jill Biden zusammenfällen muss und dann eben auch die Konsequenzen ziehen muss oder eben auch nicht. Aber die Panik in seiner Demokratischen Partei ist jetzt groß. Das hat man ganz schnell gemerkt. Also US-Medien sind voll mit Kommentierungen. Ja. Auch du hast deine Kontakte noch. Alle denken jetzt darüber nach. Er ist noch nicht offiziell nominiert. Der Nominierungsparteitag, der kommt ja erst noch. Richtig. Er muss selbst diesen Schritt machen. Er muss von sich aus sagen, ich will nicht. Die Statuten der Demokratischen Partei sehen vor, dass die delegierten Stimmen, die er schon im Vorwahlprozess eingesammelt hat, gebundene Stimmen sind. Das heißt, die können sich nicht umentscheiden und plötzlich einem anderen Kandidaten oder Kandidatin die Stimmen geben. Das heißt, Joe Biden müsste eben auch sagen, ich kandidiere nicht nochmal und somit eben auch die Delegierten quasi freigeben. Was würde aber passieren? Erstmal würde sich natürlich auch Kamala Harris einschalten und sagen, Moment, ich stand de facto mit auf dem Stimmzettel drauf im Vorwahlkampf. Wir waren das Ticket, Joe Biden und Kamala Harris. Die ist doch ein Totalausfall gewesen in den 3 Jahren jetzt. Das ist jetzt hart formuliert, aber zumindest wenn man sich die Umfrage anschaut, dann sieht man ganz klar, Kamala Harris ist noch mal 4 oder 5 Punkte hinter Joe Biden in den Beliebtheitswerten. Insofern, ich gehe nicht davon aus, dass plötzlich die Umfragen dann auf der nationalen Ebene deutlich besser sind, sollte denn jetzt Kamala Harris auch nominiert werden. Das heißt, die Demokraten müssten einen offenen Parteitag anstreben. Das gab es in der Geschichte schon mal, 1968. Damals war es genauso, dass der amtierende Präsident Lyndon B. Johnson eben auch nicht nochmal angetreten ist und dann eben unterschiedliche Kandidaten angetreten sind. Nur auch dort der Präzedenzfall. Die Demokraten haben sich erstmal untereinander zerfleischt. Dann waren nur noch ein paar Wochen bis zum Wahltag. Und am Schluss hat Richard Nixon damals die Wahl fulminant auf der republikanischen Seite gewonnen.